Sie der Welt weltweit. Und wieder systematisch eine neue Realität für Armenier geschaffen. Und jetzt weltweit am Lande versehen und verbunden nicht nur auf Ablehnung, sondern auch auf Gewalt treffen. Alles ist der Industrieprotest, ist es, diese Realität nicht ungestört zu lassen. Nicht daran aufgehen zu lassen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht das Volk sind und nicht die schweigende Mehrheit, die sie darauf beschwören. Und ein sichtbarer deutscher Gegenprotest, Montag für Montag, für das denjenigen verhören, die diese restliche Woche noch mit verdrängten Reichsbürgerausweis ausgemalt. Ein sichtbarer deutscher Gegenprotest, das niemand unbestimmt hat, sich heute zu verhassen. In Dresden, wo es Brandstift wird, zu lange in ihrer Realitätsfernsehen alleine ungestört gelassen. Das demokratiefeindliche Gedankenspiel der Volkstaumel ging auf, weil die sichtbaren Alternativen rar waren. Wozu es führte, da bestehen beispielhaft Ortsnamen wie Freital, Heidenau, Meißen, Bischofswerda und Wiederau und sind nur einige der Schauplätze, an denen sie von Volksgott gewünschte Bedrohung und als Volk fremdwahrgenommene Person die Rundung schon tatsächlich Realität wurde. Am besten kann es bleiben. Da sich der Träume Geldbrechen konjunktiv. Wir wollen uns, dass man ein breites Bündnis mit dem heutigen Tag eine sichtbare Alternative zur Realität von Tegida geschaffen wird. Dass Tegida nicht im Hinblick zu sehen und zu spüren, dass es deutlich Gegenwind wird, dass Dresden alles daran setzt wird, diese Hetze wieder aus dieser Stadt zu vertreiben. Engagierte Menschen, ganz von sich aus, ohne Präsident und ohne Marketing, Protestaktionen gestartet haben. Sind sie nicht in der Demokratie zu verlieren, sollten sie den anderen zeigen. Nein, sie gehen auf die Straße und zeigen mit Kreativität, Witz und Durchhaltsvermögen deutlich, dass sie nicht nur erdulden, dass der Gegner sich in eine Welt zurückzieht, die von völkischem Denken, Rassismus und Gewalt geprägt ist. Sie sind diejenigen, die die Dresdnerinnen mit Hass und Strafen zurückholen. Wir möchten nicht nur hingehen, sondern auch all unsere Fragen, die in Dresden sitzen, mit ihnen gemeinsam dazu aufwachen, um diese Arbeit zu machen. Nicht nur Jim Selfies und Parolen und Konjunktiv. Geht auf die Straßen und holt sie auch zurück. Liebe genervte Einwohnerinnen, liebe genervte Auswärtige, liebe Menschen, wir, Gepida, was so viel heißt wie genervte Einwohnerinnen, protestieren gegen Intoleranz Dresdner Außenseiter, freuen uns unheimlich über die Chance, euch auf dieser wunderbaren Veranstaltung von Herz statt Hetze etwas über unsere kleine Gemeinschaft zu erzählen. Wie ihr alle sicherlich wisst, findet in Dresden schon seit einigen Monaten kein redenswerter und koordinierter öffentlicher Gegenprotest zu Pegida statt. Die selbsternannten Retter des Abendlandes wählen sich halt dadurch stärker denn je. Das Volk in unserer eigentlich so wunderschönen Landeshauptstadt. Und wer kann es Ihnen schon verdenken, in einer Stadt, in welcher sich die Mitte der Gesellschaft nicht klar vom rechten Bodensatz abgrenzt, in einer Stadt, in der Rassismus und Nationalismus im täglichen Leben angekommen scheint und von den wenigsten noch entschieden widersprochen wird. Es sind Rassisten, Hetzer und Hooligans, die sich nur hier inmitten einer Gesellschaft, die sich nach außen hin so gerne als weltoffen und gastfreundlich gibt, so unbehelligt und widerstandslos mitsamt ihres Hasses und ihrer Gewalt präsentieren dürfen. Nur hier äußern Politiker der führenden regionalen und nationalen Parteien fast täglich ihr Verständnis für die ach so besorgten Bürger und meinen damit Menschen und Demokratiefeinde der Pegida. Leute, die ausländische Mitbürger beleidigen, bedrohen, verfolgen und täglich angreifen. Leute, die offen zur Lynchjustiz aufrufen. Leute, die Bruteier und Flaschen auf friedliche Teilnehmer einer Gegendemo am Postplatz werfen, um nur einige Straftaten in Verbindung mit Pegida der letzten Tage, Wochen und Monate zu nennen. Es ist ein Klima des blanken Hasses auf alles Fremde und Unbekannte, das von Lutz Bachmann, Tatjana Festerling und Co. geschaffen wurde und geschaffen wird.
Jahrzehnten versorgt werdet. Wir hoffen, euch bald auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und wünschen euch allen einen erfolgreichen Demonstrationsverlauf mit unseren Freunden von Herzstadt Hetze. Lasst uns Kegidas Geburtstag crashen! Also, liebe Menschen,
Wir haben über viel gesprochen und wir haben aber noch nicht über alles geredet. Wenn wir über alles sagen, wir haben ja heute auch viele Presse von Gegnern dran. Und ich glaube, jetzt war ich da ja auch, wir haben vorhin über die Grundwerte gesprochen. Und zu diesen Grundwerten und zu diesen Grundrechten gehört auch die Pressefreiheit. Und das muss man, glaube ich, ganz auch wirklich sagen, wenn in Dresden von den Wutbürgern und immer wieder Vertreter der Presse angegriffen werden, die nichts weiter machen, als darüber zu berichten, was für ein menschenfeindliches Gedankengut sich an diesen Debatten richtet. Und deswegen eine Bitte auch an euch, liebe Pressevertreter, wenn Asylfeinde ihren Hass verbreiten, dann schreibt bitte, dass das Asylfeinde sind und verhaube es das Ganze nicht dadurch, dass ihr sagt, es seien Kritiker. Und Voraussetzung für eine Gesprächsbereitschaft ist, dass man wenigstens in der Lage ist, den anderen Menschen zuzuhören, seine Argumente zuzulassen und darüber nachzudenken. Also alles genau das, was wir hier vorhin gelesen haben, was wir nicht wollen. Sie wollen Recht haben und wer nicht, Sie wollen, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass Sie die Einzigen sein dürfen, die ihr Hass verbreiten. Und das sagt ihr nein. Kommt also zu dem versprochenen Redebeitrag. Die Initiative Kritischer Frieden grüßt euch alle auf dieser Demonstration, die seit einem Jahr erschwerten Demokratiefeinde und Menschenhasser von Pegida. Natürlich ist es gut und wichtig, gegen diese Faschisten auf die Straße zu gehen. Doch antifaschistischer Widerstand darf keine Einträge in die Türkei und sich in großen Events erschöpfen. Die Aufwertung des Jahrestages durch die Großaktion führt unter anderem auch dazu, dass ebenfalls Gruppen aus Nazi-Kriegen, die bereits in Pegida getroffen haben, ebenfalls Leute nach Dresden mobilisiert haben. Und ihr habt das vorher gesehen. In der Begründung der rechtsradikalen Gewalttäter war zu lesen, in dieser Situation müssen alle Patrioten zusammenhalten. Tatsächlich ist unser aller Protest nicht viel wert, wenn sich die Kinder nächste Woche niemand in den Weg stellt, der diesen Wert wiederkommt. Tatsächlich ist unser Protest also eine dauerhafte Angelegenheit. Eine einmalige Aktion zum Jahrestag der neurechten Bewegung mahnt Werte in diesem unnötigen Lauf und Kreis zu deren der Analyse kommt zu kurz. Diese völkische Bewegung ist nicht vor einem Jahr in Dresden entstanden, ihre Vorläufer reichen darüber hinaus und beinahe in die Vergangenheit zu schicken. Die Dresden-Küstern identifizieren sich lediglich die Ressentiments in aufgeregter Form. Das islamfeindliche, rassistische Webblogger, politische Kriegsführung, Publikation und Sensation kommen in Magazin. Die antisemitischen und verschwörungsideologischen Maßnahmen für den Krieg und viele antidemokratiefeindliche Störungen finden sich hinter den Pegida-Banner wieder. Sie alle arbeiten schon seit Jahren an der Etablierung von Feindbildern, die zu Demagogen, die uns gemacht haben, und der nationalen, vulgär-nationalistischen Quartierer festgelegt, heute die Mietigkeit und Amtsrealisiert werden können. Sie sind die Brandstifter, die Rechtsradikalen, die den rechtsradikalen Terrorismus anfeuern. Fremde an Flüchtlingsunterkünfte zu legen und für Lokalpolitiker mit Mordabsicht zu attackieren. Der politische Rechtsruck hat bereits stattgefunden. In Halle, Chemnitz, Leipzig und an anderen Orten, trotzdem wo viele Beteiligten zu diesem Event auf der Dresden gekommen sind, finden ebenfalls heute Nazi-Demonstrationen statt. Doch auch auf Widerstand ist wieder den Leben nötig, und zwar allerorts an Land. Dass sich nun nach 12 Monaten wöchentliche Aufmärsche der
doch recht, nicht nur noch die Angst. Und in dieser Sachsen und vor allem der riesengroßen Zulauf und Zustimmung erhält und welche Einflussfaktoren alle Politik, Plattenschichten, Plattengesellschaften in Friesland hat, der muss erst noch lernen, was dahinter steht und verharrt in unmächtiger Aufhaltung. Und Verantwortung für selbstverständlich auf die Leute, sich in erster Linie damit auseinanderzusetzen. Genau, und genannt der Rechten ist auch das Fehlen auch ein klare antirassistischen Widerstand dafür. Auch Leipzig ist dabei keine Inselfälle für die Deutschen. Wir haben uns verstanden, die Lage der Deutschen zu kämpfen. Zeitweise ist aber leider eine Woche, wenn und auch gesagt wird, dass Liga Medien an die Menschenkassen in den Stoffen besetzen, betreibt eine klassische Anstellung in Widerstand an den Demokraten in die Hände. Einzig durch das unermessliche Engagement der vielen guten Menschen konnten neue, echten Ausdruck für diese eigene Wahl. Deutsche Wohnungsbewohner aufgeschlossen sind, dass sie den Handzeichen